Musiker und liebe YouTuber, von uns mal ein neues Under the Haube Video. Und zwar wollen wir heute mal den Sterbel MX 25 aufschrauben. Ja, ich werde gleich im nächsten Clip auch schon den Moving Head aufschrauben vorweg. Falls ihr den Moving Head auch aufschrauben wollt, seid sicher, dass ihr keine Garantie mehr auf den Moving Head kriegt. Mein Moving Head, den habe ich schon ersteigert, als die Garantie abgelaufen war. Beziehungsweise ich habe ihn bei eBay ersteigert und da habe ich dann sowieso die Rechnung nicht mitbekommen. Das heißt, ich habe sowieso keine Garantie mehr auf den Moving Head. Ich habe ja noch einen zweiten, den habe ich bei Thoma neu gekauft, aber auf dem hier habe ich keine Garantie mehr, deswegen kann ich den auch getrost aufschrauben. Trotzdem, falls ihr auch keine Garantie mehr auf dem Moving Head haben solltet, schraubt ihn bitte trotzdem nicht unnütz auf, wenn ihr nicht gerade das Grobrad oder ähnliches drin reinigen wollt, weil es trotzdem gefährlich ist. Und wenn ihr ihn aufschraubt, dann zieht bitte vorher den Netzstecker und seid wirklich sicher, dass kein Strom mehr im Gerät vorhanden ist und eher nur so mehr an einer Stromquelle angeschlossen ist. Ja, ich schraube ihn heute auf, um euch mal zu zeigen, wie er von innen aussieht, wie das innen alles aussieht, wenn etwas über DMX eingestellt wird. Und dann würde ich sagen, ich stelle die Kamera um und dann fange ich auch gleich auf den Moving Head aufzuschrauben. Ja, so, jetzt habe ich den Moving Head schon aufgeschraubt von beiden Seiten, damit man auch alles gescheit sieht. Ich kann jetzt schon mal ja sagen, was man hier so alles sieht. Hier unten haben wir schon mal einen Lüfter, das ist der hier, den man auch von außen sieht. Dann haben wir hier Kühlrippen, weil dahinter befindet sich die 25 Watt LED, die muss ja auch entsprechend gekühlt werden. Das passiert dann halt durch die Kühlrippen, da wird dann die Wärme abgeleitet und durch den Lüfter dann rausgeblasen. Ich weiß jetzt nicht, ob man es sieht. Ich drehe den Moving Head nochmal. Hier drinnen befindet sich, ja, man sieht etwas, befindet sich der Motor für das Fahrrad, was sich hier befindet. Das ist das hier mit dem weißen Rand. Da befinden sich dann halt die ganzen Farben. Hier drüber haben wir das Goborad mit den rotierenden Gobos. Da haben wir dann den Motor für die Goborotation. Da wird dann halt die Kraft vom Motor halt über diesen Keilriemen auf ein großes Zahnrad übertragen, was dann wiederum auf ein kleines Zahnrad übertragen wird. Man sieht das jetzt auch, die kleinen Zahnräder der einzelnen Gobos drehen sich. Ja, hier oben haben wir dann noch einen Motor, das ist der für das Goborad selber, damit man das Gobo halt wechseln kann. Und hier oben haben wir dann noch eine Linse und hier oben halt die Austrittslinse. Die schraube ich jetzt mal raus, dann sieht man das noch besser. Da haben wir dann noch die eine Linse hier. Ja, im nächsten Clip werde ich den Moving Head dann nochmal an DMX und an Strom anschließen, damit ihr das dann auch nochmal seht, wie das so aussieht, wenn sich da drin etwas tut. Ja, ich werde jetzt mal hinten den Stecker reinmachen. Und dann seht ihr jetzt auch mal, wie das aussieht, wie sich der, wenn sich der Moving Head ausrichtet. Natürlich erstmal Pan-Tilt-Motoren, aber natürlich auch Gobo Radmotor und Fahrradmotor, das hilft halt auch für die Gobo Rotation. Die müssen sich natürlich auch resetten. Und dann müsste der Moving Head auch in ein DMX-Programm gleich reinfahren. So, ich zoome jetzt nochmal etwas ran. Und da sieht man jetzt auch, hier unten das Weiße, wie gesagt, ist das Farbrad, das bewegt sich jetzt natürlich. Das da drüber liegende Goborad dreht sich natürlich und das sieht man jetzt nicht ganz so gut, weil die Goborotation relativ schnell ist. Sieht man aber da hinten an dem Motor, der ja für die Goborotation zuständig ist, der dreht sich auch. Also die Gobos drehen sich dann auch. Nur damit ihr mal grob seht, wie das im Inneren eines Moving Heads aussieht.
Hier unten haben wir halt, wie gesagt, die LED, das sieht man, hier leuchtet es halt auch raus an den Ecken. Ja. Grob nochmal zum Verlauf, wie halt das Bild überhaupt vom Moving her zustande kommt. Wie gesagt, wir haben hier unten unsere LED. Das Licht wird dann halt hier unten durch eine Linse schon gebündelt, wird dann hier durch ein, tritt dann hier durch ein Loch aus, wird dann durch das Goborad, durch das Fahrdraht, der mit den verschiedenen Farben halt eingefärbt, geht dann durchs Goborad, dadurch wird dann halt die Form vorgegeben, wie dann die Form des Strahls eigentlich letztendlich aussehen soll, und das Ganze wird dann noch ein weiteres Mal hier oben in einer Linse gebündelt und dann letztendlich aus der Austrittslinse dann ganz oben, die ich jetzt gerade nicht mehr drin habe, tritt dann letztendlich das fertige Bild aus und so entsteht dann letztendlich die Projektion. Ja, das wäre es eigentlich schon. Im nächsten Clip will ich euch nochmal so einen kleinen Tipp verraten, wie man die Linse einfacher reinigen kann, ohne immer den ganzen Moving Head aufzuschrauben, und dann schraube ich jetzt als erstes mal aber wieder den Moving Head zu. Wie der Stable MX 25 von innen aussieht. Jetzt noch kurz zu dem Tipp, den ich eben schon angesprochen hatte. Und zwar ist es so, ihr kauft euch einen neuen Stable MX 25, wollt die Linse nach ein paar Stunden Betrieb mal wechseln, weil die Linse voller Nebelfleck und Staub ist und kein Licht mehr durchkommt. Und dann versucht ihr vergeblich die Linse rauszudrehen, weil sie irgendwann an einem Punkt hängen bleibt. Woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass ich hier im Gewinde der Linse so ein kleines Loch befindet, wo eine Schraube vom Werk ab drin ist, die verhindert, dass ihr aus dem Moving Head die Linse rausdrehen könnt. Das könnt ihr ganz einfach lösen, das Problem, indem ihr einmal den Moving Head aufschraubt. Von einer Seite reicht es auch vollkommen aus. Dreht euch dann die Linse so zurecht, dass ihr halt das Loch an der Stelle habt, wo ihr dann gut drankommt. Schraubt dann diese kleine Schraube raus und könnt dann danach den Moving Head sofort wieder zuschrauben eigentlich, und dann könnt ihr problemlos immer wieder die Linse rein und rausdrehen, ohne dass sie hängen bleibt, wenn diese Schraube halt draußen ist. Ja, nur so ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr da das auch schon bemerkt habt, dass ihr da immer dann den ganzen Moving Head aufschrauben müsst, und falls euch das immer stört, könnt ihr das halt so machen. Ja, ansonsten wäre es das eigentlich mit dem Video erstmal. Wir haben ja dann auch schon einen Videotest auf unserem Kanal von dem Gerät. Den werde ich am Schluss gleich auch nochmal verlinken. Könnt ihr euch auch noch angucken. Da sage ich dann auch nochmal alles über das Gerät, so die technischen Daten, was es alles über DMX kann, was man über das Display alles einstellen kann, welche Funktionen der Moving Head überhaupt alles hat und wie viele DMX-Kanäle, all das wird da nochmal genauestens erklärt und euch dann klar gemacht. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr das da oben tun, indem ihr da auf diesen Knopf da oben drückt, auf diesen Button. Dann seht ihr immer unsere neuesten Videos auf eurer YouTube-Startseite, wenn ihr gerade angemeldet seid. Und ja, dann würde ich jetzt noch zum Schluss sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video von uns wieder. Bis dahin, practice and enjoy!